Wow, ich habe schon Gänsehaut. Ja. Hier ist Hartmut Konrad. Ich grüße dich ganz herzlich. Wir haben vor Jahren mal telefoniert, kannst du dich daran erinnern? Ja, hallo Sven, ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, wie es lange ist her, 2 Jahre vielleicht. Und da bist du gerade angefangen mit deinem Kanal. Und ja, da haben wir uns ausgetauscht und ja, war interessant. Ja, du hast dein Leben lang hart gearbeitet, so muss man sagen, wirklich. Und bist Unternehmer, bist großes Risiko immer eingegangen und das hat sich belohnt, du bist jung geblieben. Ja, es geht so. Ich denke schon, dass das Camping einen so ein bisschen frisch hält. Ich habe jeden Tag neue Kontakte und sehe viele Menschen, tausche mich mit diesen Menschen aus. Und ich glaube, das hilft auch so ein bisschen, fit und jung zu bleiben. Sag mal, in welchem Jahr bist du denn geboren? 1951. 51, also kurz nach dem Krieg quasi, ja? Genau, 72 Jahre jetzt alt und bin aber schon mein Leben lang Camper. Wo bist du her? Aus welcher Region? Aus Norddeutschland, genauer aus Friesland. Der Ort heißt Bockhorn. Vielleicht bekannt durch den Oldtimer-Markt, der dort jährlich stattfindet. Ein großer Oldtimer-Markt. Okay, das heißt, das Hochdeutsche wurde dir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ja, man spricht bei uns so, wie ich spreche. Einige behaupten oder sagen ja auch, ich komme aus Hamburg. Aber das ist nicht so. Ich bin aus Friesland. So, ich zeig mal, das ist dein neues Auto. Komm mal kurz mal mit, dann stellen wir uns mal gerade davor. Ein Vario Star, das ist ein sehr, sehr tolles Auto. Und derjenige, der das mitkonstruiert hat, ja, den wollen wir auch mal kurz zeigen. Das ist Heiko Hülsmann. Wenn ihr euch mal gerade in den Arm nehmt, könnt ihr das mal gerade machen. Denn, das machen wir. Denn ja. ihr beide kennt euch schon ein bisschen länger, oder? Ja. Ja, schon länger. Ich müsste jetzt auch tatsächlich überlegen, wie viele Jahre es genau her ist. Aber wir haben den ersten ja schon zusammengebaut. Genau. Da warst du noch ein ganz junger Typ. Bist du ja. Ja auch immer noch. Ja, ja. Aber gut, da haben wir den, das war 2006. Ja. Jetzt also so 17, 18 Jahre her. Mhm. Da haben wir den zusammen. Da warst du 12 oder wie? Nee, da war, ich lass mich kurz überlegen, 35 muss ich da gewesen. 35. Ja, genau. War der damals auch schon so quirlig? Ja gut, damals haben wir uns noch gesiezt. War einfach so, war auch kein Problem. Wir sind trotzdem gut zusammen das Ganze gemacht und das Fahrzeug sind bis zum heutigen Tag immer noch zufrieden mit dem Vario. Es würde uns schwer fallen, auf ein anderes Produkt umzusteigen. Mache ich jetzt mal einfach Werbung für dieses Unternehmen, Vario Mobil. Weil wenn du einmal so ein Auto fährst mit der Qualität, dann fällt es schwer, auf ein anderes Produkt umzusteigen. Ja, ich tausche ja oft die Fahrzeuge. So ein Vario hast du für ein Leben. Ja. Und das ist vielleicht die Problematik bei mir, dass wir ja vieles umtesten und so weiter und so fort. Wenn ich ja heute bestelle, muss ich ja 3 Jahre warten. Es ist so. Aber wenn du nie bestellst, kriegst du auch nie einen. Das ist halt das Problem. Sag mal, eine kurze Frage. In deinen Videos ist deine Frau ja oft mit drin, oder? Ja, die ist da, die steht mir so ein bisschen zur Seite. Manchmal braucht man jemanden, der die Sache von außen sieht und die dann auch mal so Aufnahmen macht. Und das macht sie ganz gerne. Und sie hat ein Hobby, das heißt Geocaching. Ich habe eben mein... Kenne ich, das ist so Finden von so Dingern in der Pampa. Genau, ja, sowas ist, da sucht man so Behältnisse, wo ein Logbuch drin ist, da trägt man sich ein, das geht über Koordinaten. Und ja, und das... Wie habt ihr euch denn kennengelernt eigentlich? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch. Damals gab es Jugendtanz, da spielte noch eine Band. Jugendtanz, natürlich mal. Da waren wir kennen uns schon mehr als 50 Jahre oder sind schon mehr als 50 Jahre verheiratet. Schön, oder? 50 Jahre? Ja, wir sind 51 Jahre verheiratet. Das heißt, ihr habt euch mit 20 roundabout kennengelernt? Ja, nee, noch früher. Also meine Frau war 15 und ich war 17. Okay, ja. Und ihr wart in der gleichen Schule oder wie war das? Nee, wie gesagt, beim Jugendtanz hat sich das so ergeben. Man hat dann nebeneinander mal gesessen, man hat mal miteinander getanzt und daraus... Wie war das früher? Heute ist ja so Tinder, da guckt man aus so einer App drauf, wischt die Leute weg und so. Sowas gab es da damals natürlich nicht. Das heißt, du musstest schon akquirieren, oder wie? Ja, genau. Man musste sich schon Mühe geben, um jemanden kennenzulernen. Ist Tanzen so eine Geschichte, wo man sich näher kommt? Ist so. Ja. Gut, ich war nun nicht der große Tänzer damals, aber trotzdem... Was hast du damals für eine Haarfarbe, weißt du? Anders. Ja, da sage ich auch so ein bisschen so dunkel wie. Ja. Aber du siehst schon, hier kommt das langsam auch durch das Graue. Ja, genau. Aber ich finde das total klasse, weil ich glaube, viele Leute, die wissen gar nicht, wie wichtig es ist, eine gute Beziehung zu haben. Und was ist denn euer Rezept dafür, dass ihr so auf kleinem Raum hier, man ist ja schon jetzt keine 1000 Quadratmeter Wohnung, ihr seht euch ja den ganzen Tag, oder? Ja, ist so. Aber das kennen wir. Wir haben 25 Jahre zusammen ein Unternehmen geführt. Und da haben wir zusammen immer am Schreibtisch gesessen und über alle Dinge gesprochen. Und das ist so. Ihr zwei seid eins quasi. Ja, genau. Das heißt also, wir verstehen uns super und gut, es wird immer mal Dinge geben, wo man sich mal... Streitet euch nie, oder?
Ja, das will ich nicht sagen, aber... Aber das fällt ziemlich leicht, mit Rita darüber hinwegzusehen, dann nachher beim Streit. Das geht schnell vorbei, ja. weil Rita ist auch... Das heißt, man versöhnt sich dann wieder schnell, oder? Würde ich so sehen, ja. Das, was ich von Rita weiß und ja, auch von aber dir. Aber sie gibt schon manchmal, macht man Ansagen, macht sie manchmal. Ja. Gut, also ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, wo ich die Probefahrt mit unserem Neuen gemacht habe und Rita mich einweisen sollte und wo ich nicht gleich so richtig reagiert habe, wie es eigentlich sagen. Gibt es auch schon mal da ein bisschen Dresche? Dresche nicht, aber es gibt da, gut, sie sagt dann, sie weiß schon. Sie weiß schon sich so, okay. Komm mal mit, das Schöne ist bei dem Fahrzeug, es hat ganz stimmige Proportionen. Das heißt, also es ist ein bisschen schmaler, oder, als der breiteste? Nein, dieser 230, der alte auch. Ja, aber hier so der Dreiachser 250 von ihm, vom Heiko. Ja, das ist richtig. Aber dieser hier nicht, wie gesagt, das ist ja ein Vario Star. Und uns reicht die Größe voll und ganz aus. Wir wollen also da nicht so ein Riesenschiff haben, da wir viel reisen wollen. Das heißt, wir wollen auch auf Plätze können, die nicht so groß sind, wo die Parzellen nicht so groß sind, wo wir aber ohne weiteres immer mit so einem Fahrzeug hinkommen. Ist das ein 7,5 Tonner noch? Genau, das ist abgelastet von 8,8 auf 7,49 Tonnen. Also darf ich den mit meinem alten Klasse 3 fahren. Okay, kommst du damit klar? Eigentlich Zuladung, was hast du da? Ungefähr eine halbe Tonne? Wir haben 750 Kilo, laut Heiko. Und ich denke, dass wir damit klarkommen. Ich nehme jetzt nicht mehr einen Motorroller mit. Ich habe jetzt E-Bikes dabei und eine Anhängerkupplung, sodass ich also auch mit Anhänger und PKW da hinten drauf fahren kann. Das Fahrzeug ist unglaublich stimmig von den Proportionen. Du merkst, du hast ja keinen riesen Überhang. Was mir auch gut gefällt, das ist diese Heckanhebung hier, dass du ein bisschen mehr Bodenfreiheit hast. Genau, wenn du mal... genau. Das haben ja viele Hersteller, dass sie das nicht haben. Da geht es gerade. Die haben immer die Probleme, wenn man dann mal auf eine Fähre fährt, dass sie hinten dann aufsetzen. Das ist dadurch einfach schon nicht mehr so leicht möglich, weil das so hinten hochgezogen ist. Und kannst du mit Luft anheben noch hinten? Ja, wir können noch um einige Zentimeter, ich denke mehr als 10 Zentimeter etwa anheben. Darf ich da mal reinschauen? Ist sie leer, die Garage eigentlich? Ja, ich habe doch nichts reingepackt. Ich weiß nicht, ob Heiko... Sag mal, ja. Darf ich mal was fragen? Wenn du jetzt hier zur Messe... Ich meine, du hast das Fahrzeug jetzt bereitgestellt, dass man hier mal nochmal gucken darf. Du bist selber da. Kriegst du das anschließend geputzt wieder zurück? Ja, das kriege ich. Also das hat man mir zugesichert, dass auch innen drin alles wieder wie neu ist. Und da ist dann das heißt, du gibst das ab, bist jetzt vielleicht schon ein bisschen mit gefahren und kriegst es quasi wieder im Auslieferungszustand zurück. Ja. Das denke ich. Da gehe ich von aus und da habe ich auch volles Vertrauen in die Firma Vario Mobil. Nein, ich meine, ich könnte dir meins auch mal geben und dann könntest du mal mit dem Q-Tip mal durchgehen. Du, ich habe das mal gesehen, das kriegen wir nicht mehr messebereit, dein Auto. Nein, aber selbstverständlich werden die Autos nachher in absolut neuwertigen Zustand versetzt. Allerdings ist es so, man muss ganz klar sagen, die sind ja auch hier im neuwertigen Zustand. Die werden jeden Abend gereinigt, die werden behutsam behandelt, die werden nur mit Standpersonal betreten. Also hier passiert nichts. Sag mal, wenn du jetzt so Feinkontakt hast mit einem Asthma, blutet dir das Herz vollends? Oder? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil mit dem Feinkontakt mit einem Ast an der Seite also, beim ja, Einfahren. Ach so, ja. Nein, das ist natürlich bei mir ganz schwierig. Bitter. Ja, ganz bitter. Ich war immer oder bin, das habe ich immer noch auch beim Alten gemacht, wenn es mal was sein sollte, stelle ich sofort die Leiter an und nehme Poliermittel und poliere die raus. Ich habe das gesehen, ich habe ein Video von dir gesehen, da kamst du nach Hause und hast gezeigt, wie du ihn gewaschen hast. Ja? Ja. Weil du hast den Keramik versiegelt, den auch schon? Dieser noch nicht, nein. Ja, kommt noch? Durchaus. Kann vielleicht. Sein. Ja, vielleicht, ja. Ist die Lackqualität gut? Bist du zufrieden? Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen, wenn du hier bei dem Lack mal eine Schramme reinfährst, dann hast du immer noch, wenn es nicht zu tief drin sitzt, immer die Möglichkeit, das wieder rauszupolieren. Und das ist mir oft gelungen. Natürlich, wenn du zu doll irgendwo dran fährst, dann geht es natürlich nicht. So, jetzt hast du mal richtig aufgerüstet. Du hast ganz viel Lithium drin. Ja. Du kommst klar auf deinen Touren mit Solar und Lithium? Ja, also ich habe aus der Erfahrung vom Alten her, weiß ich, hier habe ich 400 Amperestunden Lithiumbatterien drin. Das sollte bei mir reichen. Ich habe auf dem Dach 570 WP an Solar. Ich habe aber noch ein Zusatzfeld, was ich extra daneben stellen kann, was ich der Sonne ausrichten kann, sodass ich dann also noch mehr über Solar reinbekomme. Was ich toll finde, die Garage ist vollkommen barrierefrei. Das heißt, du hast keine Kante zum Einladen. Richtig, das ist natürlich gut. Gerade wenn man jetzt Fahrräder oder sowas reinstellen will, braucht man nicht über eine Kante heben, sondern man kann hier vielleicht was an eine Auffahrrampe ranlegen und man schiebt dann die Fahrräder rein. Sag mal, was ist denn mit deinem Alten passiert? Hast du den noch gut unterbekommen? Ja, der bleibt innerhalb der Familie. Mein Cousin übernimmt den und der möchte im Wohnmobil leben, braucht ein bisschen was Größeres gegenüber seinem jetzigen, der ein kleiner Hümer ist. Und da freut er sich natürlich auf unseren Alten. Sag mal, du bist ja so ein YouTube-Star. Kann man,
kann man normal über so eine Messe gehen oder ist permanent das Handy und die Leute wollen Selfies mit dir? Ja, passiert schon. Also als wir haben hier preisgegeben, dass wir in der Mittagszeit hier auf dem Stand sind und hier die Firma Vario hat das nur gemerkt, glaube ich, waren noch einige da, die dann noch ein Foto mit uns machen wollten. Haben aber kein Problem mit. Es gibt ein Buch, da kann man sich eintragen, habe ich gesehen. Das ist voll mittlerweile. Ja, das ist die Idee von Rita, von meiner Frau, so ein Gästebuch dort auszulegen, weil alle können wir natürlich hier nicht treffen und wir können ja nicht die ganze Messe hier sein. Und insofern war dieses Gästebuch da und die können hier irgendwie eine Nachricht oder einen Gruß hinterlassen hier. So, hier ist er, der Vario Star 800. Mein steht ja hier schon, ja. Er fängt an bei 573.470 Euro. Da sind andere 7,5-Tonner auf MAN, ich sag mal, in der gleichen Preisliga. Machen wir uns nichts vor. Also es gibt ja eigentlich nur noch einen Hersteller, der einigermaßen auf MAN noch 7,5 Tonnen darstellen könnte. Aber der Heiko hat sich so ins Zeug geschmissen mit dem Thema Zuladung. Da ist Leichtbau pur. Das heißt, also ihr habt es wirklich geschafft, den noch so hinzukriegen, dass man echt damit fahren kann, oder? Ja, ist richtig. Also das war die Voraussetzung. Wir haben schon mal Kontakt gehabt. Vor 7 Jahren wollte ich schon mal einen neuen Vario mir bauen lassen. Da hatten wir noch ein Leergewicht von über 7 Tonnen, also eine Zuladung von unter 500 Kilo. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht. Komm nicht hin, oder? Nee, das reicht mir nicht. Und jetzt sind wir bei 750 Kilo und da denke ich, das ist für mich ausreichend. So, was hast du denn gemacht? Hast du dir irgendwie die Wanddicken halbiert oder wie? Ja, ich wollte gerade schon da reingrätschen, weil extremer Leichtbau. Leichtbau hört sich nicht immer positiv an, finde ich, weil man dann oftmals Materialien verwenden muss, die nicht so ganz so hochwertig sind. Das ist hier nicht der Fall, absolut nicht. Das Fahrzeug ist genauso hochwertig gebaut wie ein 12 Meter. Ja, man verwendet hier natürlich irgendwie an manchen Ecken so ein paar Sachen, wo du sagst, na, da musst du mal ein bisschen vorsichtig sein. Und durch diese Maßnahmen haben wir es geschafft, dann doch noch ein paar Kilos rauszuholen. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht extrem Leichtbau nennen, denn wenn du jetzt da auf das Holz filmst, dann siehst du, dass das schon reinrassiges Holz ist, wie in einem 12 Meter. Echtholz ist hier drin, ja. Absolut. Komm, wir gehen mal rein. Ja. Hartmut, denn es ist, als ich den das erste Mal gefilmt hatte, ich hab irgendwie... Den Spirit deiner Person habe ich schon von meinem geistigen Auge gesehen, als du, wenn ich mir vorstelle, dass du live hier drin geduscht hast, ja, dann kriege ich schon Gänsehaut. Ja. Nein, das ist mein Vorbild, Hartmut Kommod. Nein, ich habe ganz viele Videos von ihm gesehen. Ich muss fairerweise sagen, er ist ja auch immer so mein Vorbild, wenn ich schon mal eine Überschrift raubkopiere von irgendjemand, ja, dann mache ich das nicht so. Dann gehe ich zu Hartmut Kommod und gucke mir das an, was war da erfolgreich und dann kopiere ich das 1:1. Da weiß ich nichts. Zum Beispiel das Spanien-Video hast du gesehen. Da habe ich die Überschrift 1:1 kopiert. Ja, ja, das ist ja auch legitim, das ist ja auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, YouTube schreibt mir manchmal, vielleicht bei dir auch, ich muss mal, wenn ich die Klicks nicht erreiche, ich muss mal wieder was an meiner Überschrift oder an meinem Titel tun oder Thumbnail ändern. Aber gut, ich bin nicht der jetzt so extrem da übertreibt in den Titeln. Und so wie ich. Ja, du bist ja manchmal ein bisschen da schon ganz weit vorne. Aber der Billigste, der Beste und so weiter. Ja, so, dass die Ding das nicht so mal. Aber das ist ja auch okay. Gut, ich finde immer schön bei den YouTube-Kanälen, dass das alles so ein bisschen unterschiedlich ist. Der eine macht das so, der andere macht das so. Ja. Und das sind so ist gut. Das macht die Sache interessanter, als wenn wir alle immer das Gleiche schreiben würden. Ja, blöd ist ja, man macht sich so viel Aufwand und dann scheitert das wegen vielleicht einer Überschrift, weil man da nicht mutig genug war. Ja. Manchmal ist das ja so. Aber guck mal, was hast du denn jetzt hier mitbestimmt? Hast du alles mitbestimmt? Die Holzfarbe, die Lederfarbe, das alles oder was, die Rita? Ja, das haben wir beide. Natürlich ist die Frau da dominierender, dass sie schon... Sag das nochmal. Die Frau ist dominierender, was die Inneneinrichtung betrifft. Ich bin ja so technikaffin. Mich hat mehr so die technischen Dinge haben mich... Ja, guck mal, du hast ein digitales Cockpit jetzt, oder? Ja, gut, da muss ich mich auch erst mit vertraut machen. Das hat man ja in meiner Probefahrt des Videos, hat man ja gesehen, dass ich noch gar nicht in der Lage bin, alles hier zu... Beherrsche ich ja noch nicht. Aber ich denke, dass wir die Zeit bringen, dass ich auch dann mit diesen Dingen klarkomme. Ist das ein Flugzeug oder ein Auto? Ja. Guck mal hier die Bildschirme. Ja, gut. Ich sage ja, das ist ja dieses Spiegelsystem, Ersatzsystem ist natürlich was Neues. Ist das gut? Das habe ich auch gezeigt, wenn man zum Beispiel, ich kann nicht mehr mit dem Nacken so weit rum, altersbedingt, da freut man sich, wenn man so ein Spiegelsystem hat dann. Der Weitwinkel, der zeigt einem doch schon einiges mehr dann. So, okay. Sag mal, die Möbelfronten, das ist ja extrem.
extrem langlebig, muss man sagen. Also was ich hier gewählt habe, ich glaube, das Design, das kannst du dir locker in 10, 15 Jahren nochmal angucken. Hat so ein bisschen bayerische Hütten. Nein. Du meinst wegen diesem Holz? Nein. Ich finde das so, wenn du jetzt in ein hochwertiges bayerisches Restaurant gehst, also oder hier gehst in Vorarlberg in so eine Lounge, in so eine Skihütten, After Lounge, das ist ja ganz hochwertig. Dann hast du diese Töne auch teilweise, hast diese Holzfarben und hast auch die weißen Oberflächen mit drin. Ich finde das total schick, aber trotzdem hat es was. Also man sieht sich nicht so gleich so satt, oder? Nee, ich denke das auch. Also ich bin auch nicht der, es gibt ja viele Hersteller, die machen weiße Klappen und dann so ein rotes Holz und eine Kirsche oder sowas. Das ist nun nicht so mein Ding. Ich mag zwar Kontraste, aber dieses, ich denke, ist von der langlebig. Das heißt also, das kann ich mir wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch angucken und bin zufrieden. Das stimmt. Das hier, das kann man rausziehen. Ups. Oh, jetzt wäre ich ja fast hier. Es ist fast barrierefrei, das Auto. Ich zeig's mal gerade. Das wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Schade, dass man es nicht gesehen hat. Aber das wäre ein tolles Video gewesen, wenn ich hier in die Scheibe gefallen wäre. Ein Schaden. Ich hätte die Kamera hier auch hätte die Kamera halten sollen. Das hier kann man ausfahren, oder, Hartmut? Den Tisch. Wie funktioniert das? Zieht man dran oder wie geht das? Aber ich will da jetzt nichts brauchst du nicht. Kein Problem. Aber man kann hier nochmal ein Stück einlegen. Und das habe ich mir so machen lassen. Ich mache ja meine Videobearbeitung im Wohnmobil. Hier drin scheint es immer. Ja, hier noch nicht, aber im Alten ist es so. Und da brauche ich ein bisschen mehr Platz. Und dann lege ich hier noch so eine Platte daneben noch ein, kann das rausliegen ein. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz hier, wenn ich mein Equipment da aufstelle. Hast du den jetzt schon übernommen, den hier offiziell? Oder? Nein, den übernehme ich am 12. September. Ach, den hast du noch gar nicht? Nein, ich habe auch noch nicht richtig alles bezahlt hier. Das hast du mir erzählt, Heiko, du wartest noch auf dein Geld. Ja, war doch so, ja. Nee, es war Scherz. Das ist ja alles klar, das ist ja alles abgemacht, so wie es vertraglich vereinbart. Von vornherein abgemacht wurde, dass wir den mit zum Essen nehmen. Es war ein Scherz. Also ich behaupte nicht zu einer Sekunde, dass du das nicht bezahlen könntest. Ja. Da darf ich mal die Längseinzelbetten. Das Schöne ist ja, du hast ja einen durchgehenden Raum und du hast bei den Längseinzelbetten musst du nicht irgendwo hochkrabbeln, sondern du kannst ganz bequem einsteigen. Das reicht und ist so für uns okay. Das kennen wir aber schon vom Alten ähnlich her und von daher ist das genauso richtig. Und wir haben gesagt, wir brauchen Einzelbetten und kein Queensbett, weil wir doch, wenn man nachts mal raus muss, ist es etwas einfacher, so dann auszusteigen. So, und das hier ist auch eine Besonderheit, das hier ist eine Festtanktoilette, der Tank ist direkt darunter. Ja. Hattest du das vorher auch schon? Ja, ist beim Alten auch so, die hatten wir 150 Liter Fäkalientank haben wir bei diesem hier auch und sind wir auch sehr mit zufrieden. Fällt einfach rein, ist unkaputtbar eigentlich, oder? Genau, hier hast du keine Technik, kein wie nennt es das, Hacker oder sowas drin. Ist alles durch Eigengewicht, hätte ich beinahe gesagt, und läuft einwandfrei. Beschreib mal den Leuten, vielleicht ist nicht jeder bei dir Abonnent drauf, dass deine Storys, sind das Reisegeschichten oder was machst du ganz genau? Ja, ich erzähle manchmal eine Geschichte zu irgendeinem. Ja, bei mir ist es nicht so, dass ich so hier ein Produkt oder irgendwas so loslege, sondern ich erzähle da ein bisschen drumherum auch noch. Und bei den Reisen ist so, ich finde immer so ein Video muss sich auch ein bisschen selber erklären. Das heißt, wenn ich jetzt, dann zeige ich, wie ich zu Hause einpacke, starte, wie wir losfahren, erkläre den Weg, blende eine Google-Karte ein und. Viele, die das mal gesehen haben bei mir, wissen, wie es geht. Und das ist das, was ich meine, was wichtig ist. Information, Information, Information. Naja, es gibt ja viele YouTuber, die stellen sich hin, halten, jeder, der ein Handy halten kann, kann ja heute ein Video machen. So, es stellt sich hin, macht so ein Video und erzählt, was ist das für eine Information? Das ist nicht meins, sondern ich bin der Meinung, der Zuschauer muss auch ein bisschen Informationen kriegen, richtige Informationen kriegen. Du hast ab und zu mal so hunderttausende Hits, wo du so Brandthemen rannimmst, wo ich mich dann selber immer wieder wundere, wie kommt der Hartmut an diese Informationen ran, ja? Wo wirklich du auf einmal explodierst mit einigen 100 Millionen Aufrufen. Nee, habe ich schon selber erlebt, ja. Das ist zum Beispiel, war das das Thema Überfall auf der Autobahn. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie gemein die Gaunerbanden unterwegs sind und so. Hast du das teilweise selber auch mal erlebt oder sind es Geschichten, die dir Leute erzählen? Nee, das war schon alles, was ich selber erlebt habe. Und das war auch, das Video insgesamt ist gar nicht gut gemacht von mir. Das haben wir im Auto aufgenommen mit einem schlechten Mikrofon und. Schlechter Ton drin und so. Aber für mich war ganz wichtig in dem Moment, das sofort zu zeigen, um andere davor zu warnen. Und dass das so... Ich weiß nicht, hat heute 2,7 Millionen Klicks oder sowas, das Ding. Und warum das so... Was war da passiert damals in dem Video? Das ist speziell in Italien, findet in anderen Ländern Europas auch statt. Und zwar
fährt neben dir ein Auto auf dem Parkplatz oder die Abfahrt dann zum Parkplatz auf der Autobahn und die gehen raus mit einem Stab, da haben die so einen schwarzen Gummiball drin und stoßen gegen dein, während du da vorbei fährst, an dein Mobil und ziehen dann einen schwarzen Streifen. Und du verhörst was, aber kannst es nicht zuordnen. Was war das? Mit einem Gummiball. Also, ja, da, Gummiball, das, also so, so, als würdest du mit einem Schuhabsatz so einen Streifen ziehen. Ja, ja, genau, so ähnlich sieht es aus. Und dann fahren die hinter dir her, überholen dich oder fahren neben einem und machen Winke-Winke und soll das Fenster aufmachen. Und dann sagen die, ja, hier, folge uns und das, was passiert. Und ja, und dann fährt man auf den Parkplatz rauf, die steigen aus, zeigen auf ihren Spiegel, ihren Außenspiegel. Der ist abgebrochen, kaputt, hängt runter. Und dann behaupten die, du bist da dran gefahren. Und ja, aber darauf darf man sich nicht einlassen. Ich kannte diesen Trick. Aber wenn du dann da fährst und wir hatten vorher auch was gehört, dann kannst du das nicht zuordnen. Das ist gut gemacht von denen, oder? Ja, wie? Ja, die sind schon so. Und dann erfordern die dich auch auf, so nah wie möglich an ihren Pkw, wo sie parken, ranzufahren, damit du nicht vorne raus ein Foto auch vom Kennzeichen machen kannst. Das, und da, als die merken, ich soll immer dichter ranfahren an ihren Pkw, da schoss mir das sofort ein. Mensch, diese Geschichte kennst du doch. Und da habe ich gleich zu Rita gesagt, ich sage, nicht rausgehen. Haben die Fenster aufgemacht, die sprachen uns in Italienisch an. Und ja, dann wussten wir aber sofort, ich sage, komm hier aus. Und dann sagt er, ja, hier rauskommen und so. Und dann habe ich hier so gemacht und habe Rückwärtsgang eingelegt und bin weggefahren. Und gut. Ist mir passiert auf der Route Soleil in Spanien, wo mich einer versucht hat rauszuwinken, ja, mit einem Wohnanhänger hinten dran und hat auf die Reifen gezeigt. Ja. Ähnlicher Trick, oder? Ja, genau. Da gibt es verschiedene Tricks und das findet nicht nur in Italien statt. Ich habe dann nun dies in Italien erlebt, aber das kann die auch in Spanien. War italienisches Kennzeichen übrigens, die mich in Spanien rausholen wollen. Ach so, ja, okay. Ja, war so. Also ob man in Rumänien ist oder Bulgarien ist, überall passieren mal irgendwelche solche Dinge. Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Krass, guck mal hier, gucken uns gerade Leute an von draußen. Passiert ja das öfter mal, dass Leute... Ja, das kennt man, aber das habe ich auch schon in Videos gesagt. Ich habe kein Problem, wenn man uns anspricht und wir mögen Menschen, wir unterhalten uns gerne. Man erfährt auch immer viel, wenn man sich so mit Menschen unterhält. Du bist auch genauso in den Videos gerade jetzt hier. Also ich finde das so klasse. Wenn ich jetzt mal in Rage geredet habe, dann... ist das so. Ist er eigentlich ein schwieriger Kunde, oder Heiko? Nein, überhaupt nicht. Kann ich nicht sagen. Wir haben aber generell keine schwierigen Kunden. Also ich bin so einer, wenn ich reingehe, sage ich immer, hören Sie zu, ich bin ein schwieriger Kunde, was können wir denn tun? Okay. Und dann sagen die, ja, gehen Sie bitte raus. Es gibt Leute, die sagen, nö, kein Problem, wir setzen uns mal zusammen. Du, das kriegen wir alles in den Griff und wenn das so wäre, aber nee, wir haben... Bin ich ja auch nicht, also ich bin ja ganz lieb. Ja. Sag mal, wenn mal irgendwas kaputt geht, hattest du mal einen Schaden an deinem Auto, der repariert werden musste? Eigentlich, also irgendjemand mal draufgefahren, angefahren? Nee, das habe ich also gar nicht gehabt. Klar, ich habe mir mal eine Schramme gefahren. Mhm. Hat der Heiko die repariert oder selber? Ja, nein, das musste lackiert werden und ich mag nicht mit einem Auto rumfahren, was hier eine Schramme, da eine Schramme oder eine Beule hat. Das muss immer gut aussehen. Ja, das ist mir immer wichtig. Und nein, also von daher nichts. Gut, ich habe 320.000 Kilometer mit dem Fahrzeug zurückgelegt. Wie viel? 320.000 Kilometer. Das ist ganz schön viel. Ja, das ist so ganz ordentlich. Am Anfang, als wir es neu hatten, sind wir 20.000 Kilometer mindestens im Jahr gefahren. Später ist es jetzt etwas weniger geworden. Und klar, da passiert auch schon mal was, bleibt man auch schon mal liegen. Sag mal, ist der Aufbau selber, ist der substanziell irgendwie beschädigt worden? Oder während der Nutzung, dass man was richtig kaputt gegangen ist hier? Oder hast du große Freude dann gehabt? Ja, also vom Äußeren her, also sicher, wir haben mal durch einen Sturmschaden oder es war eine Windhose in Kroatien, ist uns mal die Markise abgerissen, komplett. Na gut, das kann ja überall passieren. Kann der Hersteller nichts dafür. So, ich wollte gerade sagen, der Heiko kann da nichts für, ne? Nee. Aber sonst am Aufbau, dass irgendwelche Undichtigkeiten oder sowas gab es überhaupt nicht, in keinster Weise. So, dann kannst du ihm jetzt die 20 Euro geben dafür, dass er das gesagt hat, haben wir ja vorher vereinbart. Du merkst schon, das kommt aus ihm so heraus, den brauchst du nicht spicken mit irgendwas. Nee, und das kann man wirklich so sagen, die Autos sind schon relativ robust. Allein die Tatsache, dass wir gewerbliche Autos bauen, die 300 Tage im Jahr im Einsatz sind, wo auch nachher Mitarbeiter untersucht werden mit Schuhgröße 47 und vielleicht 180 Kilo und nicht deren eigen das Auto ist. Und das muss das Auto können, 20 Jahre lang. Das machst du nur mit einem unheimlich robusten Auto und dann muss der natürlich auch 320.000 Kilometer können und vom Eigner ganz normal bewegt werden können.
Das können unsere Fahrzeuge. Hartmut Konrad und Rita, die Rita ist wo? Die steht draußen. Und darf ich mal sehen? Ja, komm, ich will die einmal sehen. Weil zu jedem guten Mann gehört ja eine tolle Frau, oder? Ist was dran, ja. Ist was dran. Komm, dann gucken wir mal. Wie sieht denn die aus, Rita? Darf ich mal sehen? Blonde Frau. Die da hinten? Nein. Ist nicht die. Oh, Entschuldigung. Ist das die Rita? Sind Sie die Rita? Nein. Okay. Ist es da die Rita? Dann? Du bist die Rita? Echt? Du bist das? Das gibt's doch. Hi, ich bin der Sven. Grüß dich. Ja, grüß dich. Boah, du trinkst gerade ein Käffchen hier. Ja, ich habe gegessen, jetzt brauche ich einen Kaffee. Sag mal, du bist die Frau hinter Hartmut Konrad. Oder bist du davor? Macht aus, ja. Das ist... Ist das die Rita? Ja, gut, sie ist so, wie sie ist. Sie ist ein bisschen kamerascheu. Ich habe erfahren, ihr habt euch beim Tanztee habt ihr euch kennengelernt. Das hat er mir gerade eben erzählt. Das war der. So, ihr seid ein tolles Paar, denke ich mir. Ihr werdet noch Millionen von Kilometern fahren. Wie alt willst du werden? Mindestens 120, oder? Ja, nein, wenn ich jetzt so einen neuen Vario habe, dann habe ich das Gefühl, ich muss so alt werden. Aber gut, warten wir es mal ab. Sag mal, ist das so, was man merkt, dass man ein bisschen älter wird? Oder gibt es da schon mal was? Oder bist du topfit? Nicht so, dass, man hat, oder man denkt nicht, dass man schon 72 ist. Ich fühle mich immer noch wie 50. Aber natürlich gibt es Situationen, wenn ich dann so ganzen Tag rumgearbeitet habe am Mobil, dass ich dann merke am Abend, dass ich was getan habe. Cool. Ja, ich bedanke mich vielmals bei dir. Das ist HQ Video. Wenn man das so googelt, dann kommt man auf deinen Kanal. Geht drauf. Dieser Mann ist eine Legende auf YouTube. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann abonniert bitte HQ Video. Also geht bitte drauf und macht mir jetzt einen Gefallen. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, HQ Video, drückt ein fettes Abo rein und liked vielleicht mal den Kanal und geht auf HQ Video und abonniert mal den Kanal. Denn je mehr Abonnenten, wie viele Abonnenten hast du jetzt? Ich glaube 88. Ja. Ey, fast 100.000, da gibt es ja, die Urkunde bei YouTube. Ja, genau, da arbeite ich noch dran. Also pass mal auf, wir haben ja fast 9 Millionen Zuschauer. Wir machen jetzt mal eins, HQ-Video, das soll ein H sein am Anfang, HACO-Video. Geht doch mal da drauf, er hat jetzt 88.000 und er möchte gerne 100.000 haben und das nachhaltig. Vielleicht kriegen wir das ja in kurzer Zeit hin. Ja, bei Illo und Mops haben wir es hinbekommen, da haben wir, ich glaube, fast 10.000 haben wir gehabt in einer Woche. Oh, sehr gut. Das war so. Ja, ja, ja. Und die beiden haben sich dann auch gezeigt und ja, mit allem drum und dran. Also, macht mir einen Gefallen. Wenn es 88.000 sind, HQ-Video, die Videos sind sensationell. Auch wenn ihr sie nicht mögt, abonniert den Kanal. Ja, das ist okay. Heute ist der 29. August 2023. Er ist genauso, wie du ihn beschrieben hast. Er ist eine wahre Vornatur. Habe ich doch gesagt. Macht einfach Spaß. Authentisch, nahbar. Ja, so ist er. Tschüss. Danke dir. Okay, tschüss. Tschüss.